Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario 3D World. Und ich frage mich, warum Eli gerade so eine bescheuerte Handbewegung gemacht hat. Machst du das immer mal? Ich mach das immer. Ich gestikuliere immer mit. Oh, das ist echt interessant. Man muss jetzt doch leben. Gut, wir sind jetzt bei Elik auf seinem Kanal und wenn ihr den letzten Part verpasst habt, dann guckt mal bei mir vorbei, da ist er nämlich. Es ist ja nicht umsonst ein LBT. Ja, im letzten Part hat das Spiel begonnen. Wer denn das erwartet in Part 1? Und wir suchen jetzt die nächste Welt. Es könnte oben oder unten sein. Mal gucken. Na gut, wir haben die freie Auswahl. Suchen ist irrelevant. Ich würde eher sagen, wir suchen uns die richtige aus. Ah. Das ist 1,5 und das ist 1,4. 1,5 sieht aus wie ein Zirkuszelt. Das sieht wirklich so aus. Aber beides wird von Bowser regiert. Wir gehen einfach mit Wasserspaß mit Plessy rein. Das hört sich äußerst pervers an. Plessy. Zufall. Ach ja, das kann ja nur ich machen. Das ist doof. Weiß ich nicht. Peach! Weil ich bin Player One oder so. Hallo, Plessy. Was sagt Milda? Komm auf Plessy, das sagt sie. Achso, das habe ich genauso verstanden. Siehst du, reite auf Plessy zum Ziel. Wege links oder, also Steuerkreuz links oder Steuerkreuz nach oben, um zu beschleunigen oder nach unten, um abzubrennen. Können wir das beide? Ja. Und B oder 2, um zu springen. Was ist ein B? Ah, B ist das untere. Ist das äquivalent zu der? Also zu der? Der? Springst du immer da? Ich nehme die zwei Tasten. Achso, ich nehme immer die beiden. Ah, das kann ja was werden. Wenn du gemeinsam mit anderen spielst, springt Plessy höher und bewegt sich schneller, wenn alle Spieler mitmachen. Na super. Das wird besonders... Was macht die denn? Das ist irgendwie äußerst... Das ist gruselig, Mann. Mach das weg. Bereit dann los. Okay, das kann sicherlich bei manchen Sachen schwierig werden. Die Musik, ich liebe es. Das geht schief. Will. Oh Gott. Lass uns einfach den Ringen folgen. Oh, das Gott. Grünstern. Oh Gott, da reichen wir nie. Yeah. Wir haben ihn erreicht. So ähnlich. Woran? Da rum. Ach nee, nach links. Aber da rechts ist auch was Schönes. Aber das ist nur ein rotes Ding, da ist sicherlich was ganz... Da rein? Hey. Ja! Ich weiß doch nicht, wohin. Okay, da war doch nichts, okay. Aber da oben ist sicherlich was. Auf dem schwierigen Weg, den man nicht so gut erreicht? Ja, lass rechts sein. Oh, wir haben Supersprünge gemacht. Nein! Oh, mein Leben, das ist ja voll die Enttäuschung. Nicht mal ein Grünstern. Wir haben gut gesprungen. Ja. Oh, wir müssen. Oh, shit. Ach, scheiße, wir hätten durch den Wasserfall gemusst. Aber wir müssen, glaube ich, das sowieso zweimal machen, weil da ist der Stempel und im Wasserfall ist, glaube ich, ein Grünstern. Das ist voll gemein. Wie uncool. Oh, abbremsen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir haben es geschafft. Wenn die wüssten, wie schwer das ist. Man sieht ja gar nichts. Also von dem, was wir drücken. Das heißt, wir müssen sowieso das Level nochmal machen. Oh je. Hey. Ich wollte nach Lass uns einfach dahin. Und dahin. Ich hab den. Und das Grünstern. Den kriegen wir. Bitte. Oh. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind voll die Kings. Was denkst du? Oh. Sagt Plessy. Na okay, dafür, dass das Level so kurz war. Ja. Ach, das war schön. Ich geh einfach. Komm doch mal hinterher, Mann. Ja, ich bin doch schon dabei. Oh, das war wirklich kurz. War das verrückt. Ja, als Katze kann man ja eh unten auch lang gehen. Wee! Tada! Danke! Oh, du hast verloren. Ich habe 10.000 Punkte bekommen. Du hast eine Krone auf der Krone. Ich habe auch 10.000 bekommen. Ah, stimmt, da habe ich dann 2. Das wäre ja total beknackt. Miau! Ich habe bestimmt nur die andere. Einfach so. Wird der Skin ausgetauscht. Plessy! Die Stempel kann man übrigens zum Posten benutzen und auch nur zum Posten. Die haben keinen tieferen Sinn. Sehr das toll, ist nicht wahr? Das ist im Miiverse toll, um anzugeben. Ja. Ja, Mann. Du Bitch. Was? Du weißt wohl Peach. Ist dasselbe. Ist eigentlich auf diesem Gras-Treppending was? Das sieht so einladend. Wie sollen wir denn da hochkommen? Du kannst auch springen. Da ist eine Münze, eine unsichtbare. Zwischen den zwei Dingern. Siehst du das? Warte, kann man nicht boosten oder so? Ja, kann man nicht. Drück mal. Da, siehst du? Ich bin das Superauge. Nein, man kommt nicht höher. Ach, man kann da nicht hinspringen. So, jetzt müssen wir eh nochmal das Level machen. So, du weißt, welcher Wasserfall, das heißt, du darfst klar. Das dann machen. Ich steuere. Zufall? Okay, danke. Nächstes Mal versuchst du mal auf den Start. Du musst Start drücken dann. Also Plus. Plus, ja. Steht ja auch. Zufall Plus. Ah, so ein Zufall. Ja, ne? So. Ach gut, springen ist wirklich A oder B. Ein Glück. Welcher Wasserfall? Hier sind so viele. Na, das dauert doch noch voll. Ich habe kein Gedächtnis. Ich glaube auch. Kriegen wir nochmal Punkte für den, ja. Ja, wir kriegen so viele Punkte. Na, eigentlich ist ja... Na, nehmen wir den Kreis mal. Okay. Was passiert denn da? Oh. Rote Münzen. Oh, toll. Mal. Rote Münzen. Das ist ein rote Münzenkreis. Das ist echt schwierig. Wee. Cool. Nehmen wir jetzt auch mal rechts hier. Okay, okay. Da kriegen wir ein paar Münzis. Was du sagst. Drauf und drauf und drauf und kaputt. So, jetzt links in den Wasserfall.
Nicht zu weit links, Mensch. Wo ist denn der Wasserfall? Der kommt jetzt da. Da durch. Voll gemein, ne? Das ist wirklich gut versteckt. Boah, aber siehst du, man muss zweimal das Level machen, sonst geht das gar nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott. Jetzt kommt man eh durch, Rasen. Unbesiegbar und bunt. Ich glaube, man ist immer bunt, wenn man unbesiegbar ist. Das ist ein Gerücht. Gut, dass wir durch alle durchrasen, aber kein Turbo nehmen. Ja, weil man doch irgendwann bestimmt ein Leben... Ach so, doch nicht. Anscheinend nicht. Way! Oh, voll daneben, oder? Nein. Oh, wir sind zu weit. Wir sind zu gut. Wir sind total mega. Das ist so klasse. Und jetzt sagt tschüss, pass auf. Bye. Oh, ist das schön. Das erinnert mich jetzt wieder, wo wir Rayman Legends gezockt haben. Guten Abend! Eigentlich müssen wir das irgendwie auch noch empfehlen. Oh nein, bitte nicht, wir würden uns nur im Weg stehen. Stimmt, wir stehen uns erschreckend gar nicht im Weg hier. Ja. Im Moment noch. Bis auf das Tickeln vorhin wegen der Krone. Das war zu Testzwecken. Du hast spitze Ohren, ich hab runde. Ja, na, auch im echten halt auch Leben. So, ich hab ja als Löwe auch spitze Ohren. Obwohl Löwen eigentlich. Und ich als Kartoffel. Ich habe auch einen runden Kopf als Toad. Passt doch. So, jetzt haben wir einen Grünstern auf der Fahne. Oh. Ich dachte jetzt, wir hätten zwei Sterne verpasst. Was passiert? Was ist denn das? Eine Bingo-Maschine. Ein einnamiger Bedeat. Da kann man sein Geld verlieren, ja? Ich weiß nicht. Ich glaube, da kann man nur Items gewinnen. Oder nee, Geld gewinnen. Versuchen wir es einfach mal. Oh, ich liebe diese Musik. Spring gegen die Blöcke und drehe identische Bilder einander. Wenn du Glück hast, kannst du bis zu 777 Münzen erhalten, warum auch immer du das brauchst. Oh, und du willst, die du einsetzt, erhältst du einen zusätzlichen Versuch. Oh. Wow. Nice. Ach, scheiße. Nee, okay. 100 Münzen. Eigentlich müsste man zusätzlichen Versuch bekommen. Wow. Ich glaube, sie sammeln sich von alleine ein, ja. Ja, man kann sie nicht sammeln. Wir haben Leben gewonnen. Cool. Die fallen sogar immer noch und ist schon wieder weg. Das Spiel würde eigentlich mal die... Nö. Ah. Ich weiß noch, dass es das auch im ersten Super Mario, wie hieß das gleich nochmal? Da, wo man auch Peach steuern konnte, das hieß nicht Super Mario World. Meinst du Super Mario Bros. 2? Ja, ne, genau. Das hieß nur, oder doch Super Mario Bros.? Ich weiß es nicht. Oder ist es nur Mario Bros.? Auf jeden Fall weiß ich, dass es da auch dieses Roulette gab. Und der Freund von meiner Schwester, der musste das immer für seinen Bruder machen. Und das war halt diese Musik, die da immer gespielt hat beim Level-Auswahlbildschirm. Also beim Charakter-Auswahlbildschirm war das doch. Stimmt, genau. Schalte an, Manege frei, rein da. Manege frei ging nochmal nach Zirkus. Kann man hier Clowns verdreschen? Du solltest doch mal versuchen. Ach so, ich hab's verträumt. Ich bin dafür Peach. Ein Liebespaar, oder so. Oh Gott, oh, die Musik gefällt mir jetzt. Gut. Oh, tut mir leid. Was denn du? Ich wollte die Blöcke treffen. Oh, da war ein Geheimnisblock. Nee, verpufft. Warte. Das bringt rechts auch einer, oder? Nee, tot? Oder? Auch klar, sieh ich doch von hier. Was machst denn du? Nee. Du machst ja Humbug. Mann, ja, so ein Schnut. Heute bei den Basics. Ach stimmt, Peach kann ja fliegen. Schweben. Yeah. Ja, das sieht voll niedlich aus, wenn sie das als Katze macht. Mach das mal als Katze. Voll so ein Paddel. Voll Paddel. Oh, toll. Toll, 1000 Punkte. Was ist das denn? Da kannst du springen und zwar höher. Warte mal, hier ist noch ein Schnuss. Oh mein Gott. Oh, ich bin auf die Taste gekommen. Warum du tun das? Weil ich das kann. Wir sollten noch nicht in die Kiste reingehen übrigens, weil... Pass auf! Ich verstehe. Okay. Boah, Skill. Oh, doch nicht. Ich hab mich aber kunstvoll reingedreht. Oder auch nicht. Was? Komm, Peach, wir retten die Welt! Yeah. Oder auch nicht! Das war Tag Team! Das war... Oh, du bist hier im Weg. Na, wie mache ich das? So nicht. So auch nicht. War natürlich alles Absicht. Warte, ich mach das extra für dich jetzt gerade. Ich mach das für dich, habe ich gesagt. Brauchst du doch gar nicht. Ich kann das auch so. Oh, da war ja noch. Ich bin fast reingesprungen. Wie gemein. Peach ist wirklich ganz schön lahm. Ja, Peach ist eine der langsamsten Charaktere. Ah, die Musik ist voll schön. Ja, stimmt. Und da ist wieder so eine Fragezeichenbox. Die wollen wir natürlich haben. Aber das Wichtigste zuerst. Neue Blume ist sicher. Oh. Hey, Jung Jung. Dafür zum Beispiel. Okay. Yay. Ich will die Feuerblume nicht, ich will die Kiste. Naja, du... Ja, stimmt, du hast ja eh auch eine Glocke in Reserve, also ist das ganz gut. Ich dachte sonst in Reserve wäre immer gut, aber... Oh, Kamek. Ich hasse Kamek. So ein bisschen. Ich finde Kamek ganz cool. Haha. So, das bringt eigentlich die Zeit. No. Das war zum Glück nicht knapp. Ach, wir haben ja wirklich Zeit, das sehe ich jetzt erst. Ja, es gibt Zeit, man wird es kaum glauben. Huch. 3, 2, 1, tschüss.
Oh, du hast alle Ringe getroffen, ohne zu zielen. Das nennt man Talent. Ich geh mal schon davor. Außerdem könntest du jetzt eh schon gleich an den... Haben wir den Stempel verpasst. Scheiße. Wo ist denn der? Frage ich mich jetzt auch gerade. Ach da! Da ist er. Gut. Dann ist ja halt. Ich glaube, so das fährt das nicht auch wieder hoch? Ach, scheiß drauf. Nee, warte. Nicht reinspringen. Oh. Obwohl, du hast ja eh die Fahne. Das war perfektes Ende. Und das ist immer so. Das ist geskriptet. Ach man, ich dachte, wir wären special. Miau. Ich find's cool, wenn sie für jedes Update so ein Geräusch machen. Mario so als Feuerbruder. Zisch. Nein, dieses Fire. Fire. Superstar Saga, das wäre cool. Das wäre wirklich cool. So. Ich glaube, du wieder. Oh. Oh, das war aber ganz schön knapp. Wir sind vor allem ganz oben. Aber möchte ich mal sagen, hatte ich nicht die Krone auch vorhin noch? Ja, du hast ja diese 5000 extra Punkte noch. Eben, hättest du die haben nicht. Ich hätte den Gleichstand gehabt erst. Also fast. Das ist ja ganz schön traurig für mich. Das hat gar nichts gebracht. Da rennt Toad im Kreis. Kapitän Toad aus Galaxy. Kapitän das Toad, stimmt. Was gibt es? Captain Toad will hoch hinaus. Das ist ein Einzelspieler-Level, für das Gamepad benötigt. Na, viel Spaß. Okay. Er lacht dich aus. Okay. Time for Adventure. Ich würde sagen, Adventure Time. Die Musik ist so geil von Toad. Das haben sie tatsächlich übernommen. Finde ich total klasse. Man steuert den Captain Toad. Endlich kann er mal beweisen, dass er doch Mut hat. Captain Toad, der furchtlose Jäger der grünen Sterne, bricht zu seinem ersten Abenteuer auf. Hilf ihm dabei, alle Hindernisse sicher zu überwinden und alle 5 Sterne in diesem Level einzusammeln. Wenn du das geschafft hast, gehören sie dir, aber nur dann. Bewege die Kamera mit Hilfe von dem rechten Analogstick, um die Umgebung, oh, ich kann es auch so bewegen, Umgebung aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen. Zum Beispiel vom Hintern aus. Übrigens kannst du das auch, ja, habe ich ja eben gesagt. Oh, eins noch, Captain Toad kann nicht springen. Also sei vorsichtig. Das werden wir jetzt ja gleich sehen, pass auf. Oh, er kann wirklich nicht springen. Das ist kein Jump'n'Run, sondern nur ein Run'n'Run. Ist der so fett? Warum? Weil das ist sein erstes Abenteuer. Was hat er denn in Galaxy gemacht? Das ist eine gute Frage. Nichts. Ja, hat er auch nicht. Er hat sich nur gefürchtet die ganze Zeit und geschrien. Du hast bestimmt schon den ersten Stern da unten verpasst. Hier ist ein Loch. Ich bin so klug. Naja, hat man ja auch gesehen, weil es der zweite war. Aber... Da du die Kamera nicht drehst, ist es noch komplizierter zum Zugucken. Das ist eine Herausforderung. Auch für die Zuschauer. Ja. Tja, Leute. Ach, die Gegner kann er natürlich auch nicht besiegen demnach, ja? Nee, den muss er ausweichen. Ach, Toad, was kannst du eigentlich? Rennen. Die sind ganz besonders, passt auf. Pusten! Ach, er kann rennen. Ja, das kann er zum Glück. Mega. Ich verstehe mal, bravo! Er hat doch auch in Galaxy die Sterne gefunden. Was labern die mit dem ersten Abenteuer? Naja, er sagt, ich gebe dir einen Stern, den ich gefunden habe, aber man weiß ja nicht, wie er ihn gefunden hat. Vielleicht lag er einfach nur rum. Der lag auf dem Boden. Ja. Yeah. So. Und dann macht er weiter seine Übungen. Das waren schon mal viele Sternchen. Vielleicht kann er ja irgendwann auch springen, wenn er weiter so rennt und abnimmt. Wenn du allein spielst, kannst du auch in anderen Leveln die Kamerasperspektive ändern, indem du... Ach so, deswegen konnte man die Kamera nicht ändern. Ja, das ergibt Sinn. Hauptsache, du kannst die Kamera in der Map ändern. Das haben wir vorhin nämlich rausgefunden. Ja, diese Panoramasicht. Hilfe! Oh, da ist ein Block. Und ach, ignoriert die, da ist ein Block. Das Doofe an den Blöcken hier ist, dass wirklich immer nur Münzen rauskommen und dass kein Upgrade mal käme. Aber so ein Upgrade wäre echt cool gewesen. Oh, wir brauchen 10 Sterne. Bitch, please, wir haben jetzt 20. Wir haben mehr als Doppelte. Mehr. Oh Gott, übertreib nicht. Die Macht der Sterne. Was ist es denn? Bowser gibt Gas. Ich hoffe, es ist nicht das, was wir denken. Die Macht der Sterne ist Äquivalent zur Macht des Hammers. Versuch du mal. Oh. Ich hab die falschen Tasten gedrückt. Ich hab's nicht gefunden. Scheiß drauf. Die Tasten sind so weit weg. Es gibt einen Start nur. Ich bin's gewohnt, dass die Tasten innen sind. Oh, man kann sich ducken. Fußball. Ja, also, klar kann man sich ducken. Man kann auch einen Rückwärtssalto machen, den ich aber nie nutze. Boah, wie hast du das gemacht? Ich bin einfach gegengelaufen, man wird's kaum glauben. Oh, ein Grünstern. Oh, ich sammel die Münzen. Sammel die Münzen. Vielleicht solltest du die Glocke einsammeln. Ich meine nicht, Chen. Die Glocke da, die da liegt, Mann. Ach so, oh. Oder Frau. Naja, ich bin mir da auch nicht so sicher. Safety first, boom. Oh, das ist gut. Safety first, go. I'm a football player. Sagen, was Wichtiges. Oh. Wir machen es kaputt, wie die Katze im Wahnleben auch. Okay, die Musik ist so episch. Schießt, du bist voll auf meinen Kopf gesprungen. Mach ich gerne. Der Das war ein epischer Abgang. Meine.
meine. Oh, wir haben schon alles. Das ging ja schnell. Ach so, wir haben nicht jeder ein Item, wir haben gemeinsam die gleichen Items. Ach so. Okay, ist ja gut. Ich wollte das eigentlich nicht. Was soll's? Nein! So viel. Ah, ich wollte nicht das. Jetzt hast du. Ich glaube das auch nicht. Fortsetzen, fortsetzen, mach das, mach das, mach das. Ich kann nicht, das musst du machen, du hast Start gedrückt. Ich kann dir nicht ans Blas, ich wollte mich schnell einbläsern, aber es geht. Du wolltest dich einbläsern. Es hätte ja sein können, dass es klappt. Wie macht man das eigentlich ohne, Okay. Ja, wie macht man das eigentlich ohne Fähigkeit? Hä? Die Bomben treten. Man rennt dagegen? Man rennt einfach dagegen? Ja! Wenn man eine Attacke gemacht. Hauptsache, sie sind nicht rot. Oh, wir sind schon beim Boss. Haben wir den Stempel? Ja, haben wir. Ja, klar. Wir sind cool. Na, ich nicht, ich mache ja Chaos im Homebrew. Das hört sich an wie ein Zug. Oh, es ist ein Auto. Das hat von Mario geklaut, oder was? Ja, sieht voll so aus, he? Hat ein bisschen getuned und schon ist es eins. So schätze ich Bowser auch ein. Oh, was ein Angeber. Boah, er fährt ja super schnell. Ja, man, der hat da 2 km/h. Ich glaube fast schon, der überschreitet hier die zugelassene Höchstgeschwindigkeit. Oder er hält sich einfach als einziger dran. Im Feenland. Nicht die Pilzkönig gleich. Ja, da steht in den Feenstatuten steht das geschrieben. Hm. Ich find's cool, wie sein Auto immer weiter kaputt geht. Schon die Rückblink, die richtige Rückenstarten. Ist der Boss auch noch komplexer? Nein. Gut, dass ich bis jetzt jede Bombe verfehlt habe, mich aber aufrege als einziger. Oh, voll in sein Gesicht geworfen. Ach, wenn man ihn direkt trifft, ist das gleich ein One-Hit. Ach, das ist ja praktisch. Da muss man ihn gar nicht 3-mal treffen. Wir haben ihn nämlich nur 2-mal getroffen. Oh, er macht Flecken auf die Straße. Ja, jetzt ist er ein richtiger Rowdy. Was ist denn das für eine Straße mit Stufen drin? Pass auf, die Straße wird noch cooler. Oh. Naja, ich glaube nicht mehr so weit cooler. Naja, pass auf, er renoviert sie, siehst du. Oh. Was ist mit uns? Autsch. Na, auch tot. Oh. 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 Na, wenn das Mario hört. Oh, das ist ein Megablee. Na, Bowser gibt Gas. Ja, der war richtig, wie's Gas. Boah, cool. Ey, das ist die Straße. Ey, das Straße liegt auf dem Geld, ja, genau. Wir sind solche Penner. Liegt hier hinten noch was? Nein, da ist nie was. Hey, mein Rock. Ach, das Straße ist nicht über. Oh, da ist die Fee. Sie ist grün. Toll. Lauf nicht so schnell, hast du mal probiert, in dem Rock Treppen hochzulaufen? Das sind aber keine. Achso, ja, stimmt, ja, das sind Treppen. Haha! Voll die Pussy, die voll cool. Putzt sich über den Boden. Ja. Yeah! Boah, wie cool das ist. Ach, so schön. Synchrontanz. Oh, mega. Oh, wenn man das zu viert spielt, hat man dann 5 solche Männer rumhampeln. Cool. So. Yeah, Bowser. Hi. Er sagt Hallo. Wirklich? Nein. Nein. Oh. 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 Ich habe den Boss fast alleine gemacht, insofern. Ich weiß gar nicht, ob das extra Punkte gegeben hat. Bestimmt pro Treffer, oder? Die Musik hört sich ja schön an. Hm. Das Auto ist wieder ganz. Das Auto war vorher nicht da, oder? Das stimmt. Hammer. Hammer time. And stop. Hammer time. Benutzt du den jetzt auch? Achso, das ist dein Zauberstab, ich verstehe. Das ist eine Glocke? Nein, das ist ihr Zauberstab. Tada! Boah, wie hat sie das gemacht? Die ist der Meisterklempner. Aber der Part ist um. Schon? Ja. Yeah. Oh. Und damit die Spannung erhalten bleibt, würde ich sagen, im nächsten Part gehen wir erst in die nächste Welt. Na gut. Man wird es kaum glauben, die Karte des Feenlands zu sehen. Wir haben die erste Welt wirklich schon durch. Außer die goldene Fahne, gut, aber naja. Die holen wir vielleicht mal auf Screen. Ja, vielleicht. Vielleicht. Und okay. Gut. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wieder auf meinen Kanal. Genau. Und dann würde ich sagen, tschüss, Lene. Bye.